Die Portobello Road im Londoner Stadtteil Notting Hill. Seit einigen Wochen ist die lebendige Straße um eine Attraktion reicher. The Distillery ist der neue Gin-Hotspot der Stadt. Auf mehreren Etagen kann man hier Gin nicht nur trinken. Eröffnet hat das Haus die Londoner Gin-Distillerie Portobello Road Gin. Wir wollten nicht nur ein Zuhause für unsere Marke schaffen, sondern auch eines für Gin allgemein in London. Wir haben einiges zu bieten. Eine Distillerie, ein Museum, zwei spezielle Gin-Bars, einen Gin-Shop. Und falls jemand in einer Distillerie übernachten möchte, geht das auch. Hier gibt es Gin für quasi alle Lebenslagen. Ein echter Gin-Experte ist Olivier Ward. Der Londoner leitet die Online-Plattform Gin Foundry, eine Art digitales Lexikon zum Wacholderschnaps. Als er Gin Foundry 2008 ins Leben rief, gab es um die 70 verschiedene Gins in Großbritannien. Heute sind es rund 600. People have a historical interest in it. Menschen haben einen historischen Bezug zum Gin. Er ist eng mit unserer Kultur verbunden. Heute aber geht es viel um diese ganzen neuen kleinen Distillerien, die neuen Macher, die den Gin neu und sehr kreativ angegangen sind. Das Interesse gilt eigentlich nicht dem Gin als Alkohol, sondern seinem neuen Geist dahinter. Olivia Ward ist heute zum ersten Mal in der Distillery. Jake Berger hat den Redakteur eingeladen, sich ein Bild vom neuen Gin-Tempel zu machen. Neben der Bar im Erdgeschoss, in der der ausgeschenkte Alkohol zum Teil in alten Holzfässern lagert, gibt es im ersten Stock das Restaurant Gin Tonica. Mehr als 160 Gin-Sorten aus aller Welt werden hier angeboten. Hier in der Gin Tonica Bar servieren wir den Gin Tonic in den bauchigen Gläsern, wie es die Spanier machen. Es geht dabei vor allem um die Kombination der Aromen. Ein bestimmter Gin wird mit einem bestimmten Tonic und einer bestimmten Garnierung serviert. Dafür wollten wir eine große Auswahl an Gins. Angelehnt an die überraschend große Vorliebe der Spanier für den Long Drink Gin Tonic, serviert das Gin Tonica spanische Tapas. In Spanien trinkt man seinen Gin Tonic auch gerne weiter zum Essen. Gin und Essen sind im Trend. Entweder es wird mit Gin gekocht oder man kombiniert ihn mit bestimmten Gerichten. Meeresfrüchte und Gin funktionieren super. Oder mit Gin geräucherter Lachs. Der Wacholder-Gin geht auch sehr gut mit Wild. In der Distillery soll man Gin nicht nur trinken, sondern auch erleben. Im Keller gibt es ein kleines Museum. Ursprünglich wurde der Wacholder-Schnaps im 17. Jahrhundert von einem niederländischen König auf die britischen Inseln gebracht und wurde hier sehr schnell beliebt. Im 18. Jahrhundert konnte der epidemieartige Gin-Konsum nur durch Strafen eingedämmt werden. Mit den billigen Fuseln von damals hat Gin heute natürlich nichts mehr gemein. Das kann man im Gin-Institute der Distillery lernen. Neben Wacholder können bis zu 150 verschiedene Aroma und Wirkstoffe im Gin zum Einsatz kommen. In kleinen Gruppen kann man sich seinen ganz eigenen Gin zusammenstellen. Die Workshops sind jetzt schon oft ausgebucht. Es ist inspirierend zu sehen, wie viel man hier erleben kann und dass jeder selbst entscheiden kann, wie intensiv er sich mit der Destillerie und dem Team auseinandersetzen möchte. Man kann selbst mitmachen oder nur für einen Drink vorbeikommen oder auf ein Essen mit Freunden vorbeischauen. Es ist ein ganzes Programm rund um Gin. Wer nach so viel Gin eventuell erst einmal Ruhe benötigt, der kommt in der obersten Etage auf seine Kosten. The Distillery ist mit 3 Zimmern auch ein kleines Hotel. Und der Weg zum nächsten Gin ist garantiert nicht weit.